Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge eurer Truck Simulator 2 mit dem Crazy. Und ich habe schon mal den nächsten Auftrag rausgesucht. Wir werden hier mal 4 Stunden 39 fahren, 300 Kilometer nach Travemünde, hoch nach Rostock. Jawohl, da habe ich Bock drauf und ich denke, das sollten wir auch mal machen. Und wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen... XP und alles und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Ne? So, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen XP. Wir machen erstmal hier Maschine an. Okay, wir fahren los. So, dann machen wir mal Licht an. Wir können hier Fernlicht anmachen, das funktioniert. Oh, wir fahren mit dem Benzer. Der Benzer hat aber wieder... Oh ja. Der Benzer hat auf jeden Fall ein, Retarder. Und wir fahren Rinder. Ja, lebende Rinder fahren wir nach Travemünde. Freue ich mich ja drauf. Also haltet euch fest, es geht los da hinten. Aha. Stoppschild. Oh, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht umgefallen. Ich sehe überhaupt nichts hier. Das Licht blendet mich so dermaßen. Ich sehe nichts. Na gut, gestern kam da auch keiner, der wird heute auch keiner kommen. Ob die Kühe mich dann auch bewerten, wie ich gefahren bin? Demnächst links abbiegen. Der Benzer macht da Lacto, ey. Biege nach links ab. Gestern kam da auch keiner, also. So, Kamera resettet und los geht's. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, da kommt was. Oh, jetzt haben wir eher blinken können. Gibt es ja sowas wie Nebelscheinwerfer, die würde ich auf jeden Fall mal anmachen. Sieht man auf jeden Fall mehr. Weil hier siehst du ja gar nichts, ey. Oh, das ist aber laut, ey. Schaltet der auch mal? Die sind schwer, die Rindviecher. Oh, das wird aber eine lustige Überholmanöver. Lustiges Überholmanöver hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Na ja, entspann dich. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, ist sportlich, sportlich hier. Sportlich, sportlich, meine Herren. Was auf Marienborn? Ja, wir sind ja Magdeburg übrigens losgefahren. Jetzt fahren wir erstmal die A2, was aber eigentlich Blödsinn ist. Nach Travemünde würde ich nicht A2 fahren. Also doch ein Stück, aber nicht viel. Aber egal. So, machen wir uns mal bequem hier hinterm Lenkrad. Ja, so fühlt man sich dann, ja. Rastorf Lappwald, ja, das ist Helmstedt, ne? Genau. Das ist meine Hut, die A2. Da fahre ich jeden Tag lang, quasi, beruflich. Jeden Tag fahre ich über der A2. Aktuell Richtung Gütersloh. Genau. Aber nicht mit dem LKW. Rendau, genau. Da
danach kommt Helmstedt. Ich glaube Helmstedt West, Helmstedt Ost. Irgendwie sowas. Oder es kommt vor Renault. Oder? Helmstedt? Entspannt, entspannt hier, würde ich sagen. Da links ist auf jeden Fall ein LKW, der mich versucht zu überholen. Scheint das aber nicht zu schaffen. Ach, wir sind schon in Hannover Ost. Okay, alles klar. Das ging schnell. Fehlt alles zwischendrin. Peine und so, fehlt alles. A7. Ja, na dann fahren wir mal die A7 hoch. Kann man so machen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ist schön, dass der jetzt auch da hoch will. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Kannst du voll durchbügeln hier, die armen Viecher da hinten drauf. Oh, fahr! Ich hätte sich ja wenigstens mal bedanken können, ey. Fahren wir denn noch durch den Elbtunnel? Oh, was mache ich? Wieso fährt denn der jetzt in der Mitte, Alter? Alter, was machst du? Wieso fährt der jetzt in der Mitte? Was stimmt mit ihm nicht? Das mal an ihm vorbei, ist egal, scheiß auf die Geschwindigkeit. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das ist ein Blödmann, Alter. Wieso fährt er denn die ganze Zeit links? Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung, ey? Verstehe ich nicht. Er fährt da vor mir links auf die Mittelspur, also für Mittelspur raus. Aber hier darf er sich nicht erwischen lassen. In Real Life ist hier auf der A7 Überholverbot für LKWs. Hier darf er sich nicht erwischen lassen. So, jetzt ist die Frage, geht die Abfahrt da jetzt runter oder geht die da nicht runter? Kann ich jetzt rechts rüberfahren oder nicht? Wir fahren mal rüber. Können ja immer noch rausfahren, wenn es sein muss. Guck dir mal den LKW an, der fährt auf der linken Spur. Alter, ey. Oh. Alter, mach doch mal Platz, ey. Du hast doch Platz. Ey, Idioten. Na, ich gehe mal davon aus, dass die rechte Spur wieder die ist, die runtergeht, oder nicht? Oh, ihr Polizei. Bitte links halten. Polizei? Hier wird gerade ein LKW-Fahrer kontrolliert. Ja. Wir nicht. Wir nicht. Bitte links halten. Ja, ja, ja. Wir bleiben links. Ich verstehe. Aber der LKW, der ist immer noch auf der linken Spur. Total geil. Und das Coole ist, wenn man halt so die Autobahn fährt, die man auch kennt. Ja, das ist so cool.
Auch, dass ich meine Garage in Magdeburg aufmachen konnte und so, das ist schon viel wert, ey. Klar, wenn du jetzt in so einem Kuhdorf wohnst und das gibt's nicht, das wäre doof, ja. Entschuldigung, abgerutscht. Wer abrutscht, darf nochmal. Ja, aber dann kann man sich ja die nächstgrößere Stadt suchen. Und ich finde das geil, in Magdeburg meine erste Garage zu haben und dann loszufahren als Trucker. Und dann auch die 2 und die 7 hochfahren, das sind ja meine Standardautobahnen, sage ich mal. Schon geil. Gefällt mir. Hier wird übrigens immer geblitzt auf der Brücke. Müsst ihr mal schön vorsichtig fahren. Da sind sie ja viel mit Abstandsmessungen und Blitzer und so. Auf der A7 von den Brücken. Das heißt, immer ein bisschen aufpassen. Gerade als LKW-Fahrer, ja. So, da kommt irgendwie... Huch. Das ist ein bisschen ungewohnt. Da kommt irgendwie ein Fahrzeug hinter uns. Ist hier rechts neben uns was? Nein. Fahren wir mal rüber hier. Wir müssen ja eh nach außen. Oh, hier, guckt euch mal hier das Wasser an. Oh, sieht das schön aus. Bitte hier. Rechts halten. Ein B-Container. B. B wie B-U-Container. So nennen wir das. So, jetzt sind wir auf der 1. Die 1 geht aber am Elbtunnel vorbei. Oh, schade. Ich habe gedacht, wir können nur durch den Elbtunnel fahren. Bitte links halten. Oh, ich wollte gerade einen Schulterblick machen. Oh, ist das geil. Oh, jetzt müssen wir mal wischen. Oh, wie war denn jetzt die Taste fürs Wischen? Ah, oh, ich weiß es noch. Sehr schön. Ist natürlich wieder Schiedwetter, ja. Kommst an der Küste, ist Schiedwetter. Das war klar. So wie immer. Kommst an der Küste, ist Schiedwetter. Hm. Naja, super entspannt eigentlich die Tour. Bis jetzt. Ups. Na gut. So, wir müssen ja nach Travemünde. Die A20. Ist das die A20? Ja, A20 ist das nicht, oder? Doch, warte mal, die 20 oder 21. Es gibt doch irgendwie so eine Verbindung von Travemünde Richtung, also von Rostock Richtung Westen. Ich weiß nicht, ob das die 20 ist. So viel bin ich da oben nicht unterwegs. Kiel über Segeberg. Hört auf, Leute. Da war ich auch viele Jahre in der Nähe von Kiel. Mhm. Ja, ja. Und Elmshorn war ich auch viele Jahre. 2 Jahre Minimum war ich in Elmshorn. Nördlich von Kiel, von Hamburg. War auch eine schöne Baustelle. Liebe Grüße nochmal raus an alle, mit denen ich da gearbeitet habe. War cool. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Schiedwetter. Oh, da kann ich wieder nichts sehen. Ja, das ist auch. Da ist einer. Oh. RT Logistik, okay. Immer geradeaus.
Ja, naja, das sieht doch gut aus. Da ist die Marina und wir müssen wahrscheinlich zum Hafen, ne? Na, irgendwo da im Hafengelände müssen wir rumgucken. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie hinfinden, wo wir hin müssen. Immer geradeaus. Ja, ja, immer geradeaus. Entschuldigung, ja, ja, habe ich nicht verstanden. Ja, kein ja. Problem. Ich finde, okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ja, oh. Neue Route finden. Kein Problem. Ich finde eine Route neu berechnen. Neu ja. Berechnen. Ja, 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 hör doch jetzt mal auf, mich okay, zu nerven. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, jetzt ist erstmal Sicherheitskontrolle. Sie haben Rinder dabei, die dürfen Sie nicht mitnehmen. Oh Gott! Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr? Wo ist denn hier im Kreisverkehr? Willst du mich verarschen? Nimm diese Ausfahrt. Route neu berechnen. So geil, wie das auf dieses olle Blechding trommelt, ja. Das ist schon ein bisschen geil. Endlich, wir sind da. So, wo müssten wir den jetzt hinfahren? Da könnten wir, das könnten wir sogar mal machen. Da muss der rückwärts rein. Können wir jetzt hier einmal im Kreis fahren? Ja, ich denke mal, oder? Können wir es uns einfach machen hier? Ja, das war ja, genau, das ist super einfach hier. Oh, nee, da geht's nicht weiter. Oh, verdammt. Ich komme hier nicht wieder raus jetzt. Ich dächte, das wäre hier rechts. Oder wo soll ich hin? Da muss ich hin. Ach du Scheiße, da komme ich ja nie rein so. Obwohl, das stimmt nicht. Könnte man eventuell reinkommen. Wo muss ich denn jetzt hier rein? Oh, Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo ich da hin muss. Da hinten muss ich hin, okay. Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Mit VR vielleicht, aber so geht's nicht. So.
Enthusiast, Level 6. Sehr schön. So, was können wir machen? Wir machen immer ein bisschen... was machen wir? Hochwertige Fracht. Wir machen hochwertige Fracht, genau. Hochwertige Fracht ist immer gut. Ist immer gut. So, 20 Minuten. Das heißt, Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Tschüss. Euer Chris.